Fritz Schmenkel, Reichsbürger. Geboren 14.02.16. Vater vor dem Bierlokal Mehls in Warsow erschossen. Der Angeklagte wächst bei der Großmutter auf. Schule, Reichsarbeitsdienst, dann Pferdeknecht, Kutscher, Ziegeleiarbeiter. Lernt 1936 Erna Schäfer kennen. Heirat 37. Schwiegervater NSDAP gegen die Heirat. Bruder bei der Waffen-SS. Drei Kinder. Einberufung Dezember 38 und so weiter. Gestellt Dezember 43. Indizien. Militärspionage. Sie befinden sich im Wehrmachtsgefängnis von Minsk, zugleich Standort des Kriegsgerichts. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie durch präzise Angaben das Verfahren verkürzen und Ihre Lage wesentlich erleichtern können. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Notdurchverrichtung, weitergeben. Notdurchverrichtung! Winkelpause! Junge, 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 du bist ein Sonntagskind. Unser einen scheuchen sie quer durch Europa, aber du kennst den Krieg nur aus der Wochenschau. Jedenfalls, mein Junge, als Soldat hast du im Krieg 4 Würfel im Becher. Gefangenschaft, Tod, verwundet, Glück gehabt.
Glück muss der Mensch haben. Bin kein Sonntagskind. Die Sonne scheint für jeden. Wenn sie scheint. Mir ist, als wäre der Himmel hier höher, der Horizont weiter als anderswo. Dann soll es Partisanen geben. In den Dörfern gibt's sie auch, verlass dich drauf. Gustav, was haben wir denn hier überhaupt verloren? Klappe. Über Politik wird nicht gesprochen, das war ausgemacht. Bei der Entlausung hat einer erzählt, Weihnachten sind wir zu Hause. In der Latrine gab's was Besseres. Die Siegesparade steht schon fest. Ich glaub, was ich weiß. Da liegst du richtig, Schmenkel. Und was ist, wenn Moskau fällt? Schau mal auf die Karte, dann weißt du Bescheid. Männer! Nach Kalinin ist nun auch Krim gefallen. Die Leningrader Chaussee wurde überschritten und die Panzerspitzen unseres Armeekorps melden, bei Jachoma erreichten sie gestern den Wolga-Moskwa-Kanal. Nach der letzten Meldung stehen sie schon 30 bis 40 Kilometer vor dem nordwestlichen Stadtrand von Moskau. Durch Feldstecher sind die Häuser der Vorstadt zu sehen. Der vom Divisionskommandeur befohlene neue Standort wird von uns vor Tagesanbruch bezogen. 150 Kilometer von hier, 15 Kilometer hinter der Front. Auf dem Marsch dorthin sichern wir die Verlegung des Panzerregiments, das sich in der Reserve der Division befindet. Haben Sie was gefunden? Ach Mist! Zündung, Zufuhr, Lichtmaschine, alles in Ordnung. Weitersuchen! Der Einweiser wartet an der Kreuzung vor Orowska. Sind Sie bis 4 Uhr nicht am Einsatzort, setzen wir 2 Zugmaschinen in Marsch, alles klar? Jawohl, klar. Und friemeln Sie nicht ewig rum, ab! Blackout. Fritz, los, ich geb's auf! Hey, Kutscher, wo steckst du? Junge, Junge, Junge. Na denn. Alles Gute. Thank you.
Entschuldige, Soldat. Hör auf, Soldat, hör auf. Setz dich. Wer bist du? Nach Guri. Hier was zu rauchen. Woher kommst du? Danke. Danke sehr, Alter. Ich, Deutscher. Deserteur. Desertier? Ja. Nicht Soldat. Der Golodny. Hast du Hunger? Willst du was essen? Nur. Есть хочешь? Nur schlafen. У меня в доме? Bei uns im Haus? Nicht im Haus. Im Stall. Oder in der Scheune. Нельзя. Unmöglich. Нельзя. Das geht nicht. Gott, wie soll ich dir sagen? Deutschen, сюда. Пуф, пуф. Тебя. Dich und mich auch. Verboten. Verstehen? Desertier, говорит. Deserteur, sagte. Так ему и поверили. Glaub ihm einer. Какого черта ему сейчас десертировать? Warum sollte jetzt desertieren, wenn sie vielleicht schon vor Moskau stehen? Ведь замерзнет где-нибудь. Er friert doch irgendwo im Wald. Мать твою. Gott verflucht. Вот положение-то. Eine schöne Lage. Hol ihn her, er soll sich aufwärmen. Und was essen muss er auch. In der Karmitnad. Hat sich breit gemacht, als wäre er zu Hause. Als ob für ihn der Krieg schon zu Ende wäre. Was soll er tun? Das soll nicht meine Sorge sein. Halt mal. Nein, höher. Wohin? Meine Sache. Wo ist er hingegangen? Zu den Deutschen? Скажи, ты комсомолец. Was ist комсомолец? Комсомолец? Ксюшенька, иди погуляй. Ксюшка, gespielen. Комсомолец – это... Комсомольцы. Тоже как коммунист. Das ist auch ein Kommunist. Kein Kommunist. Nicht комсомолец. Desertör. Ты должен говорить русским, что ты... Sage allen Russen, du bist ein deutscher Комсомольцы. Что у тебя нет документов? Ohne Dokument? Ты сердцем. Aber mit Herz. Комсомольцы, vergiss das nicht. Запомни. Встань, слышишь? Du steh auf. Проснись. Hörst du? Wach auf. Stehen Sie auf und bekleiden Sie sich. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Was sagt er? Er sagt, dass er sich freut, dass wir gekommen sind. Name, Alter, Einheit, Rang. Na, was ist? Ein ganz junger Bursche noch. Spricht ohne Angst. Zuerst habe ich in der Ziegelei gearbeitet. Dann als Pferdeknecht und Kutscher. Wo? Bei einem Gutsbesitzer in Pommern. Hände auf den Tisch. Umdrehen. Weiter. Setz dich. Wer greift her? Heirat. Drei Kinder. Soldat. 18 Monate Haft. Wegen unerlaubter Entfernung von der Truppe. Ich saß in Berlin und Torgau. Politisch? Ins Gefängnis kam ich wegen meiner Frau. Bin weggelaufen. Mal aus der Kaserne, mal von einer Übung. Ich wollte nach Hause. Wünschte mir einen Sohn und als es dann soweit war, wollte ich ihn auch sehen. Die Frau, die Kinder. Einfach nur sehen. Und dann? Und dann ab an die Front als... Naja, an die russische. Warum nicht früher von der Truppe fort? Warum gerade dort? Die Gelegenheit war günstig. Und früher... Ich habe ganz einfach nicht gewusst, wie ich das anstellen soll. Kurze, denn gern. Ich ging zurück. Wollte irgendwo bis zum Frühjahr bleiben. Als das nicht ging, habe ich euch gesucht. Warum? Gefangenschaft, dachte ich.
Spiel hier nicht den Dummkopf. Ich dachte, ihr helft mir. Wobei und wie? Über die Linie. Irgendwie. Allein schaffe ich es nicht. Das ist Sache, Miron. Er will, dass wir ihn über die Linie bringen. Ja, ein extra Flugzeug für ihn. Was habt ihr vor? Du hast also Partisanen gesucht. Ja. Das war dein Auftrag. Wer hat die geschickt? Keiner, ich mich selbst. Du lügst. Ich lüge nicht. Du lügst. Du bist ein Spion. Das ist nicht wahr. Hast du etwa nicht geschossen auf uns? Nein, doch. Auf Flugzeuge. Vielleicht ist der Komsomolze. Bist du Komsomolze? Nein. Gottgläubig? Nicht. Vielleicht Pazifist? Was für ein Ding? Nein, auch nicht. Genug jetzt, Miron. Gib ihm seine Sachen. Ansehen. Boyka, Uvidi. Schaff ihn raus. No. Bringen Sie mich zum Kommandeur. Wir bringen dich zum Kommandeur, zum Himmelskommandeur. Los, mach. Er hat die Wahrheit gesagt. Woher weißt du das? Er hat ehrliche Augen. Kannst du ihm in die Seele schauen? Soll man denn jedem glauben? Lass ihn laufen. Überlegst du, was du da sagst? Vielleicht nimmt ihn jemand im Dorf auf und er bleibt da, bis wärmere Zeiten kommen. Ja, wenn er ehrlich ist. Und wenn nicht, was dann? Dann schnappen ihn die Deutschen und er wird alles, was er weiß, ausplaudern. Zu uns ins Lager soll er nicht, zurück zu den Deutschen will er nicht. Über die Linie wird er es kaum schaffen. Alles? Was soll einer machen, der nicht gegen uns kämpfen will? Mit uns kämpfen. Aber ihr glaubt ihm doch nicht. Wir glauben ihm nicht. Wir haben kein Recht, ihm zu glauben. Er ist in unser Land gekommen. Er hat auf uns geschossen. Wohin bringen Sie mich? Wohin? Куда? Да не понимаю я. Ich verstehe nicht. Schweig jetzt, es ist auch ohne dich schon zum Kotzen. Und steh auf, hörst noch zum Eiszapfen und ich muss es verantworten. Na los, beweg dich. Hey, Stepan. Oh. Stepan, guck mal. Wir haben dünne Mäntelchen. Nur für den Sommer. Aber die Stiefel sind gut, die wollten weit gehen. Hey, Deutscher, weg von Pferden. Weg, habe ich gesagt. Verboten. Ja, ja. Schlafen, leben, atmen. Alles verboten. Was brauchst du da? Wozu bist du überhaupt zu uns gekommen? Wir haben dich nicht gerufen. Die Pferde werden kalt. Denen passiert nichts. Was machen wir mit dem Deutschen? Wir nehmen ihn mit. Der Kommandeur und der Kommissar sollen entscheiden. Vielleicht. Kein vielleicht. Diese Verantwortung nehme ich nicht auf mich. Hier, etwas Warmes. Miron, Boyka, Stepan, скорей сюда! Чтоб ты пропал, черт! Сбежал! Abgehauen? Abgehauen, der Hund. Механик, догонку! Auf die Pferde und hinterher! Dieser Deutsche, was? Wie konnte das passieren? Na so, er ist zu den Pferden, hat sie gestreichelt. Ich denke mir nichts dabei, zündet mir gerade einer an. Und der Fritz auf die Pferde und davon. Das dritte Pferd gleich hinterher, ob es sich allein losgerissen hat oder ob der das gemacht hat, keine Ahnung. Keine Ahnung, geraucht hast du. Du solltest doch aufpassen. Ich hab doch aufgepasst. Aber der Deutsche war flink. Du kommst vors Gericht. Das klingt nach Semyon. Was heulst du? Tut dir der Deutsche etwa leid?
Ich hasse ihn. Verfluchte der Weiner. Und der Krieg soll verflucht sein. Nur Stepan, Maliborger stopft sie aber. Na, Stepan, bist du zum Gott. Wenn dieser Fritz die Faschisten hierher bringt, dann bist du dran. Сашка! Сашка! Немец! Считаем до трех и стреляем. Ich zähle bis drei, dann drücken wir ab. Nicht so hitzig. Он нашу тропу обнял. Er hat den Pfad gefunden. И лошади, кажется, наш. Und unsere Pferde sind das auch. Sieht so aus. Mein Heimathaus, da zog ich manche Stunde ins grüne Tal hinaus, wenn alle Brünnlein fließen. Stoi, Haroi! Völker hört die Signale, da da di di da da, die Internationale. Die Sommerserschlag, bist du verrückt geworden? Bei der Internationale wird nicht geschossen, merkt ihr das? Wie gibst du der Kommandeur? Lauf schnell zum Kommandeur. Hey, 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 denk mal deine Frau. Hey, hey, wo willst du denn hin? Hände hoch. Wie konnte das passieren, Kommissar? Es war eine lausige Kolonne, aber stark gesichert. Sie waren mehr, als wir gedacht haben. Auftrag nicht erfüllt, heißt das. Zu essen haben wir kaum noch. Und die Munition ist mehr als knapp. Jemand kann die Deutschen gewarnt haben. Das heißt jemand. Nur wir vier wussten von der Operation. Vielleicht beobachten sie das Sumpfgebiet. Die Tagesration kürzen um die Hälfte. Heute noch. Geht klar. Hey, gratuliere, Alter. Für so eine Zunge gibt's ein Wässerchen, ein heiliges. Eine Zunge? Ein Spion ist da. Los, Leute, lasst ihn. Warum? Ist er vielleicht ein Prinz? Macht das, Brüder. Ach, ein Strick um den Hals und fertig. Bist du verrückt geworden? Hört auf mit dem Rummel. Auseinander. Wie kommst du hierher? Bin euren Spuren gefolgt. Und warum? Bringe mich zum Kommandeur, dann wirst du es hören. Miron, frag ihn, ob er Hitler mal gesehen hat. Fällt dir nicht was Besseres sein? Was geht hier vor? Wir haben eine Zunge erwischt, Genosse Kommandeur. Auseinander, Genossen. Und den Deutschen zur Gauptwache. Seid ihr taub geworden? Auseinander. Was ist Gauptwachter? Arrest. Hat sich das dritte Pferd eingefunden? Hat sich. Schweig jetzt. Deserteur? Deserteur? So sagt er. Aber er lügt. Und für mich sind die in diesen Mänteln alle Faschisten. Ein Pack. Genau. Садись, setz dich. Скажи ему своим приходом, он спас нашего человека от трибунал. Sag ihm, er hat einem von uns das Standgericht erspart. Muss er das wissen? Unterhalte ich mit ihm. Worüber, Genosse Kommissar? Über seine Lage. Du bist ein Träumer, Schmenker. Über die Linie können wir dich nicht bringen. Deutsche überall. Mit einem Gefangenen. Was sollen wir? Wo dich unterbringen? Zu essen haben wir selber nichts. Wer soll dich bewachen? Ich könnte mich nützlich machen. Irgendwie. Он говорит, что мог бы пригодиться как-нибудь. Что ж, не возражаем, если... Das ist ein guter Gedanke. Переведи. Мы уничтожим фашизм. Или погибнем. Но с оружием в руках. Как-нибудь нам не подходит. Der Kommissar sagt, wir werden die Faschisten vertreiben.
Oder sterben. Mit der Waffe in der Hand. Nicht irgendwie. Может сразу не отвечать. Когда решит, тогда ответит. Du sollst darüber nachdenken. Und sag ihm, wer wir sind. Нет, не похоже. Nein, das ist kein Feindkommandeur. Oder ein erfahrener Feind. Его совсем нет. So ganz ohne Angst? Gute Spione sind gute Schauspieler. Ты видел его руки? Hast du seine Hände gesehen? Denkst du, unter den Faschisten sind keine Arbeiter? Möglich, aber in diesem Fall glaube ich es nicht. Wir brauchen Beweise. Du glaubst ihm nicht, weil er ein Deutscher ist. Du willst ihn erschießen. Но за что? Wofür? У тебя ведь тоже нет доказательств. Du hast doch auch keine Beweise. Und wenn er es ehrlich meint, wir erschießen ihn? Нам придется за это ответить. Wer soll das verantworten? Wer? Und wie stellst du fest, dass er kein Feind ist? Das ist eine Frage der Zeit. Если он враг, это обязательно проявится. Das wird sich herausstellen. Es ist Krieg, Kommissar. Может быть, самую трудную минуту. In einer schwierigen Minute bekommst du von ihm ein Messer in den Rücken. Да. Einverstanden, Kommandeur, wir können nicht jedem vertrauen. Aber genauso wenig ist Misstrauen am Platz. Kennst du den Unterschied zwischen Wachsamkeit und Misstrauen? Ja, und wir werden keine voreiligen Schlüsse ziehen. Genossen, die Kommandeure der Partisaneneinheit Tod dem Faschismus haben entschieden, dass der ehemalige Soldat der deutschen Armee, Fritz Schminkel, in der Einheit bleibt. Gibt es Fragen? Vielleicht an den Gefangenen? Fragen an die Kommandeure oder an den Gefangenen? Ist! Ja. Was ist? Ничего. Ist! Ja. Этот фашист. Dieser Faschist. Будет в нашем отряде. Soll in unserer Einheit leben. Wie können wir das zulassen, Genossen? Ich will euch erzählen, was sie mit uns gemacht haben. Bis zum Tode werde ich nicht vergessen, wie solche... Solche wie ihr. Solche wie du. Sie haben unser Kinderheim besetzt und die Kinder haben sie rausgejagt. Wir Älteren wurden über einen Minenfeld getrieben. Und wir wussten nichts. Von 36 sind zwei am Leben geblieben. Ich und noch einmal. Und sie schossen. Schossen noch hinter uns her. So waren sie. Vielleicht auch er. Was sagt sie? Was ist los? Ruhig jetzt. Genossen, wenn ihr das alles erlebt hättet. Sie hatten kein Mitleid mit uns und wir dürfen keins mit ihnen haben. Tod für Tod. Und Blut für Blut. Das ist meine Meinung. Нет, Шура. Nein, Führer. Ты должна понять. Ich denke anders. Товарищи! Genossen! Мы ведем войну с фашистами! Wir führen den Krieg gegen die Faschisten und gegen den Faschismus. Они со всей немецкой нацией. Nicht gegen das deutsche Volk. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Надеюсь, вы меня правильно поймете. Правильно говорит комиссар, чего там? Recht hat der Kommissar. Ich kann ihn in der Küche gebrauchen. А вы лучше мне его отдайте. Gebt ihn lieber in meine Obhut. Ich werde auf ihn Acht geben wie auf meine Schwiegermutter. Stepan, bring den Gefangenen weg. Die Versammlung ist beendet. Erklär mir eins. Wozu war das gut? Vielleicht nicht nur für heute. Du denkst weit, Kommissar. Das ist mein Amt. Ich danke dir, Miron. Hau bloß ab. Ach, Deutsche. Bist du aus dem Feuer in die Flamme geraten? Guten Morgen. Moment! Dokument! Hier ist das Dokument. Umdrehen. Die Hände brauchst du nicht hochzunehmen. Alles in Ordnung. Wo sind die Mischke? Säcke auf die Schlitten.
durchdreht. Und Tempo. Ihr habt 5 Minuten. Seht es. Halt mal. Na, der Chef. Löcher. Löcher, wache. Muratov, pass auf. Wohin mit denen? Hinter dem Waggon. Und einschließen. Säcken und ab zum Wald. Er gibt sich ja Mühe. Das ist ja auch das Mindeste. Man müsste ihn zwingen. Wer weiß, wohin der sich im Kampf drehen würde. Brüder, er wird uns noch alle, einen nach dem anderen, begraben. Genossen, wir beerdigen heute unseren Bruder, den mutigen Partisanen Alexei Jegorytsch Zaitsev. Er ist im Kampf gegen die Faschisten gefallen. Er verteidigte sein Volk, seine Erde. Aber kein Sowjetbürger, der durch die Faschisten stirbt, wird ungesühnt bleiben. Wir schwören es. Wir schwören es. Gruppe der geheimen Feldpolizei meldet an Römisch 1C der Heeresgruppe Mitte. Bewaffnete Banden zunehmender Stärke überfallen kleinere bis mittlere Stützpunkte und Kolonnen im Operationsgebiet. Ziel der Aktionen: Erbeutung von Lebensmitteln, Waffen und Munition. Stärkere Sicherung von Transporten und Nachschubwegen sowie gezielte Vergeltungsschläge auch gegen sympathisierende Zivilbevölkerung wurden eingeleitet. Каратели ищут нас. Strafexpedition, die suchen uns. Вышлите разведку и собирайтесь в дорогу. Есть. Aufklärer raus und Aufbruch. Думаешь, для нас лучший выход? Die werden uns jagen. Der, der weggeht, hat einen Weg. Wer sucht, muss 100 Wege gehen. Кто ищет, 100 дорог. Augen auf.
Немцы прочесывают леса. Die Deutschen sind dabei, den Sumpf abzuriegeln. Sie stehen um den Wald wie ein Zaun. Ничего, Надюша. Jeder Riegel lässt sich öffnen, Nadja. Und die meisten Zäune haben ein Loch. Сишка, wie geht's? Как жизнь? Идет. Verschwinde! Hey! 409 an 24. Bitte kommen! Stepan! Smirnov! Schießen. Stepan, jetzt. Warte. Hat mich erwischt, das Luder. Nadja! Luschka! Prichodite! Smirnov! 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 Der Deutsche ist verschwunden. Wo ist der Deutsche? Verband.
Поздравляю вас с боевым крещением. Ich beglückwünsche Sie... А я не знаю, как по-немецки боевое крещение. Ich kenne nicht das deutsche Wort für Feuertaufe. Ты хорошо стрелял. Der Kommandeur sagt, du hast gut geschossen. Was soll ich denn sonst machen? А что мне оставалось делать? Хотите остаться с нами? Wollen Sie mit uns gehen, mit uns kämpfen, weiter? Ja. Выбирайте оружие. Dann suchen Sie sich eine Waffe aus. Удрал немец, удрал. Господи, что творится? Donnerwetter. И бросили щуку в реку. Und sie warfen den Hecht zurück in den Fluss. В деревне все спокойно, товарищ. Im Dorf ist alles ruhig, keine Deutschen. Und den Dorfältesten haben wir gleich mitgebracht. Ну, говори, как тут защищался. Na, dann berichte mal, wie du hier die Sowjetmacht verteidigst. Я немцам не помогал. Ich habe den Faschisten nicht geholfen. Das ist zu wenig. Zu wenig. В деревне много окруженцев. Bei uns sind Versprengte. Wir halten sie versteckt. Schon lange. Так Михайло. Und Михайло. Это я, значит. Der bin ich. Ни одному немцу. Der schweigt wie ein Grab. So ist das. Вот так. Окруженцы. Versprengte seid ihr? Vielleicht Deserteure? Wollt ihr euch den ganzen Krieg über unter warmen Weiberdecken verkriechen? Ihr kennt doch die Befehle und das Gesetz. Droh uns nicht, Kommandeur. Wir sind keine Deserteure. Wir haben auch schon einiges durchgemacht. Es reicht für drei Leben. Meinst du nicht auch? Wie lange seid ihr schon im Dorf? Drei Monate. Aber wir haben die Partisanen gesucht. Und nicht nur das. Was noch? Подбили в Сосновицах. In Sosnowice два танка. Haben wir zwei Panzer vernichtet. Auf der Minsker Chaussee рвали пять автомобилей. Fünf Wagen gesprengt. Пока было тепло, добывали die Sprengladungen dazu aus Munition gebastelt. Конечно, главное, wir wollten zu den unseren vorstoßen, das war das Wichtigste. Вы все военнообязаны. Ihr seid doch alle wehrpflichtig, ja. И все боеспособны. Könnt ihr ein Gewehr tragen? Natürlich. Хотите в наш... Wollt ihr in unsere Einheit? Если вы нам доверите оружие, wir werden mit euch gehen, wenn ihr uns eine Waffe anvertraut. Степан ist gestorben. War er denn gläubig? Ich denke, ja. Hey, Otra. Du, Jüngling, hör zu. Ob es ihn dort gibt oder nicht, wer weiß. Aber wenn er gläubig war, sicher ist sicher. Lasst es euch schmecken. Спасибо. Danke. Икона с лампадой, это... Икона, да, verstehe ich. Но бюст почему тогда поставили? Aber was soll die Büste? Это тоже какой-то святой. Irgendein Heiliger. Gefunden, als die unseren die Stadt verlassen haben. Я нашла его в городе, когда наши отступали. Вольтер, философ, ein Gottloser. Но не будем огорчать. Wir sollten die Alte nicht enttäuschen. Кондрат Степанович. Кондрат Степанович, sei mir nicht böse. Но я обязан тебе сказать. Du hast die Burschen vorhin zu grob angefahren. С этими ребятами. А что, по-твоему, я должен их по головке звать? Soll ich sie vielleicht noch loben? Разве я тебе об этом говорю? Die Zeit ist schwierig. Время сейчас для всех трудно. Die Menschen kommen in schwierige Situationen. Aber wir hier sind die Sowjetmacht. Emotionen sind schlechte Ratgeber. Эмоции – плохой советчик в нашем положении. Wollte ich dir nur sagen. Нервы, Василий. Die Nerven, Василий. Nerven. Нервы. Пропустите меня, ребята. Пропустите. Lass mich vorbei, Kinder. Вызывали? Gerufen? Садись. Setz dich. Ты знаешь, что мы отрезаны от большой земли? Du weißt, dass wir von der Welt getrennt sind. Нам нужна рация. Wir brauchen Funkverbindung. Она нужна нам как воздух, Шура. So wie die Luft zum Atmen. Одним словом, пойдешь через линию. Du musst über die Frontlinie. Нет, вы меня хотите отправить, чтобы я остался. Ihr wollt mich wegschicken, damit ich am Leben bleibe. Nicht wahr? Я хочу, чтобы мы все в живых остались. Wir wollen, dass wir alle am Leben bleiben. Ну, пожалуйста, не отправляйте меня. Ich habe keine Angst. Aber schick mich bitte nicht fort. Вы все здесь моя семья, пожалуйста, не отправляйте меня. Nur euch. Нам нужна рация.
Wir brauchen ein Funkgerät. Ich gehe nirgendwo hin. Nein. Ни за что. Ну тогда скажи. Dann sag uns, wer diesen Auftrag erledigen kann. Wer besser als du. Wacht kurz mal den schwarzen Mann. Der Popper fühlt sich... nicht dazugehörig. Ja, und unser Muratov ist abergläubig. Ну, спасибо вам за хлеб, соль. Danke, Alter, für Brot und Salz. Wir müssen aufbrechen. Vielleicht kommt er wieder vorbei. Wir helfen, wo wir können. Wir kommen bald wieder. Mal nachsehen, wie ihr euch um unsere Verwundeten gekümmert habt. Keine Sorge. Wie unsere eigenen. Das wie dann, Nadja. Тоже. Für Ксюшка. И спасибо. Für alles. Подарок. Ты только выживи. Bleib am Leben. Смотри, будь осторожен. Sei vorsichtig. Meide die Dörfer tagsüber. Auch die Polizisten. Und die Deutschen. Na, und wenn sie dir über den Weg laufen, dann... Ich werde schon wissen, was ich sagen muss. Solltest du mal nach Moskau kommen. Bad Nummer 8. Sag ihnen wenigstens, dass ich am Leben bin. Na, alles Gute. Miron! Miron, vergiss nicht, dem Deutschen einen anderen Namen zu geben. Er ist doch kein Fritz. Кто такой? Wer bist du? Отвечай, тебя спрашивают. Ich hab dich was gefragt. Кто ты такой? Wer bist du? Antworte. Отвечай. Наши. Unsere. Свои, братцы. Die eigenen. Братцы. Brüder. Bordschütze Vorobjow, 11. Luftlandedivision, bei Smolensk abgeschossen. Versuchte mich zu den Unsrigen durchzuschlagen. Seit zwei Monaten verstecke ich mich hier. Sind Deutsche hier gewesen? Einmal. Vor sechs Wochen. Sie liegen im Wald, unterm Schnee. Wir bleiben hier. Hier findet uns keiner.
партизанское движение, возникшее буквально с первых дней войны на оккупированной врагом территории. Die Partisanenbewegung, die sich auf dem vom Feind okkupierten Gebiet gleich in den ersten Kriegstagen gebildet hat, wuchs schon ein Jahr später zu einer mächtigen Kraft gegen die faschistische Armee. Im Mai 1942 formierte sich der zentrale Stab der Partisanenbewegung. Er übernahm die Leitung aller Gruppen, Einheiten und Formationen. Praktisch waren nun die Partisanen die zweite Front im Hinterland des Feindes. Durch ihre ungewöhnliche Beweglichkeit wurden sie für die Faschisten zu einer echten Gefahr. So ist die Lage. Давала возможность наносить все более мощные ощутимые удары по врагу. Такова обстановка в целом. Ваша задача активизировать действия. Ihre Aufgabe, mehr tun und besser als bisher. Das ist das Wichtigste für den heutigen Tag. Das heißt konkret, wir tun schon, was wir können. Zurzeit konzentrieren die Faschisten ihre Kräfte im Gebiet Ariol und Belgorod. Ein großer Teil der Militärtransporte rollt über die Chaussee Minsk-Moskau. Das Oberkommando schlägt ihnen vor, dieser Verbindung besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Wir sind bereit, aber wir haben nur 120 Mann und nur 15 Patronen je Gewehr. Wir haben auch ein paar Maschinengewehre, aber nur zwei Kästen Munition dazu. Und nun mach was damit. Ja, Genosse Timofejew, die Munition haben Sie gut aufgezählt. Aber Ihre wichtigste Waffe haben Sie nicht genannt. Was meinen Sie damit? Dasselbe wie Davidov vor 130 Jahren. Gute Vorbereitung, strengste Geheimhaltung, hohe Beweglichkeit, eiserne Disziplin und Überraschung. Partisanentaktik. Vielleicht haben wir uns die ganze Zeit nur amüsiert. Erhitz dich nicht, Kommandeur. Wir haben unsere Pflicht getan. Aber für die Armee ist das zu wenig. Das ist wahr. Für die Vergangenheit macht sie keiner verantwortlich, Kommissar. In Ihrer Situation haben Sie wirklich das Mögliche getan. Aber es geht jetzt um die Zukunft. Militärische Initiativen, ständig große Kräfte des Gegners binden. Das ist der Befehl des zentralen Stabes. Die Verbindung nach Moskau ist da. Grüße an alle von Schura. Melden Sie, dass ich noch heute Nacht zu Punkt Nummer 3 marschiere. Stellen Sie Funkverbindungen zu den Nachbareinheiten her. Stimmen Sie die Aktionen miteinander ab. Führen Sie Operationen gemeinsam aus. Aber Zusammenschluss der Gruppen nur in Absprache mit dem zentralen Stab. Jetzt zeigen Sie mir bitte Ihren Deutschen. Das ist die Hexenküche. Was da oben schwimmt, wird zurechtgeschnitten für neue Sprengladungen. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich habe zu tun, entschuldigen Sie. Was ist mit ihm? Er hört sich schon gern Kritik an. Macht Hauptsache, er lernt daraus. Guten Tag, Ivan Ivanch. Ich grüße Sie, Genosse Major. So kann man ja mit dem Himmel Bekanntschaft machen. Teufel. Bei solch einem Wetter kann man beruhigt sterben. Ich brauche ein Stück Strippe. Wort. Zinschnur. Kuzma. Kuzma. У тебя какой размер? Welche Größe hast du? Mit oder ohne Hornhaut? Warum? Ничего. Просто Елизавета... Bei Елизавета hängt ein paar auf dem Dachboden. Genau für deine Füße gemacht. Die hängen auf dem Boden und ich im Sumpf. Hör zu. Ein kleiner Umweg nur. Wir schauen kurz vorbei, trocknen unsere Sachen und du nimmst die neuen Stiefel. Nein. Die Nacht ist lang. Die Brücke läuft uns nicht weg. Wir wärmen uns auf, essen Abendbrot. Bei Елизавета findet sich immer ein Gläschen. Nein heißt nein. Und keine Widerrede. Ваня? Да? Давай в караул. Du als erster. Wache. А ты неплохо живешь. Du lebst nicht schlecht, Wirtin. Ребята, вы не очень-то налегаете. Mach keine Umstände. Может, это у нее годовое. Das ist doch dein ganzer Jahresvorrat. Слава богу, немцы к нам не... Deutschen meiden uns, Gott sei Dank. Wahrscheinlich haben sie Angst. Einmal waren sie hier. Der Dorfälteste, ihr kennt ihn, befahl uns, weiße Zettelchen an die Tür zu hängen. Na, als ob wir alle Typhus hätten. Die Fritzen trampelten ein bisschen und fuhren wieder ab.
А это что такое? Was ist das? Святая вода. Das heilige Wässerchen, nicht bekannt? Weg damit. Мы на задании. Wir haben einen Auftrag. Ну, подожди. Завтра же 1 мая. Morgen ist der 1. Mai. Gott befohlen, Feiertag. Праздник. Ладно. Na gut. Ладно. Einer. И не больше. Nur einer. Du heißt also Kusmin und Leontjev. Nikolajew, Grigori, I Adrian. И еще Фомин. Noch Фомин, Кабаков und Muratov. Das sind Namen. Что? Was? Вот это имена. Woher kommst du? Что? Was? Откуда ты? И че захотел? Woher soll ich das wissen? Mutter und Vater kenne ich nicht. Ich habe einen tatarischen Namen. Vielleicht bin ich selber Tatare. Ich war überall. In Moldawien und in der Ukraine, sogar am Baikal. Ganz schön rumgekommen. Nicht schlecht, was? Разве плохо? А? С праздником вас. Праздником! Будем здоровы. Auf den Feiertag. Антализа, рекой догорали огни. В небе ясно заря догорала. Сотни юных бойцов из буденновских войск на разведку поля поскакала. Сотни юных бойцов из буденновских войск на разведку... Кончай, братцы. Шлёс, брюда. Собирайтесь. Быстрее, Ваня, быстрее. Schneller, Ваня, mach. Sie kommen. Bleib ruhig, Bruder. Ab. Привезли с собой снайперов. Verdammt, die haben Zielfernrohre. Ложитесь! Кузьма, Ваня! Ложитесь! Hinlegen, flach! Нас geworden. Мокрые. Teufel, lass mich mal. Ваня, иди туда, я останусь. Ваня, zurück zu den anderen. Идите, ребята, прикройте меня! Weg von hier und Feuerschutz geben. Да-да. Час. Und die Kräder nicht durchlassen.
Wohin? Kuzma! Sei flink, Selbstmörder! Immer dabei, wenn gefährlich. Warum? Schwer zu sagen. Vielleicht ist es auch ein Krieg gegen mich selbst. Gegen die Angst? Angst ist immer dabei. Vor der Angst kann keiner fliehen, sagt man. Ich versuch's. Mit Flucht nach vorn. Sie waren nicht für Hitler. Warum nicht dagegen? Auf dem Lande war das nicht so einfach. Und im Gefängnis? Viel gesehen, viel gehört. Ein bisschen nachgeholfen, dem Glück. Als Freiwilliger an die russische Front war besser als Strafbataillon. Ich wollte überleben. Strafbataillone sind ja Himmelfahrtskommandos. Hier fliegen jetzt Samolete. Flugzeuge. Ja, wollen Sie immer noch über die Linie? Ich habe den Eid geschworen. Man hat mir vertraut. Wir haben das ganze Pud Salz miteinander noch nicht aufgegessen. Wollen Sie nicht mehr überleben? Doch. Nur, ich sah, wie Sie starben. Jocha, Karzew, Stepan, Kozlowski, Muratov. Ich habe nachgedacht. Heute weiß ich genau, wofür und wogegen. Wenn ich vielleicht auch den Löffel abgeben muss. Das Schlimmste ist die Sehnsucht nach der Heimat. Nach der Familie. Am besten, man denkt. Die Kugel, die mich treffen soll, ist noch nicht gegossen. Gefällt dir der Junge? Jedenfalls eure Augen finden sich immer. Der Krieg ist keine gute Zeit für die Liebe. Adler 11 an Adler 16. Überfliegen stark zerstörte Heerestransportkolonne. Feindeinwirkung. Transportschneise blockiert durch gesprengte Bäume. 25 LKW und mehrere Kräder zerstört oder schwer beschädigt. Kampfhandlungen offenbar beendet. Gegner zurückgeschlagen. Vermuten Überfall größerer Einheit bewaffneter Banditen. Ende. Verbandszeug holen. Guram. Er müsste eine Tetanusspritze bekommen. Natürlich müsste er, aber wir haben es nicht. Spokojna, Doktor. Das heißt hier, Doktor. Wer sagt das? Tierarzthelfer war ich. Man muss was tun. Er verblutet. Sani. 6 часов до наступления темноты, 70 километров до аэродрома. In 6 Stunden wird es dunkel. Und bis zum Flugplatz sind es 70 Kilometer. Dann 3 Stunden Flug. Das überstehen Sie nicht. Genosse Kommissar, wir haben dort das Kart und den Kübel. Und in Jarzowo gibt es ein Lazarett, ein deutsches. Он говорит, что у нас есть машина в Ярцево госпитале. Немецкий. Ну и что? Ich habe da einen verrückten Gedanken. Los, Mann, dein Wachhabenden. Unteroffizier Pullmann, Wachhabender. Sie wünschen? Chirurgische Abteilung. Wissen Sie Bescheid? Nein. Zeigen Sie uns die Richtung und melden Sie Hauptmann Jäger beim diensthabenden Chirurgen an. Sie machen den Weg frei und warten in der Nähe. Gefreiter, zu mir! Lassen Sie den Fahrbefehl ausstellen. Und die notwendigsten Instrumente, Narkosezeug und Medikamente zusammenpacken. Für folgende Operationen. Lungenschüsse, schwere Schultertreffer und Granatsplitter im Oberschenkel. Ja, es eilt. Ende. Wie weiter, Herr Hauptmann? Ich versichere Ihnen noch einmal. Wenn Sie sich vernünftig verhalten, wird Ihnen nichts geschehen. Andernfalls, die erste Kugel ist Ihre.
Pass mich auf dich. Pass richtig zu. Tja. Mehr ist nicht zu machen. Sie können sich waschen. Danke. Der Alte wird sicher genesen. Die beiden anderen haben gesunde Herzen. Alles hängt vom Organismus ab. Он считает, что командир выживет. И другие тоже, но тут гарантии нет. Все зависит от организма. Отвезите его к шоссе. Bringt ihn zur Chaussee. Bitte, übersetzen Sie. Wir bringen Sie zur Chaussee. Und? Wagen anhalten. Und zurück nach Jarzowo. Ich habe einige nach SD-Verhören zusammengeflickt. Die können verhören. Das überstehe ich nicht. Danken kann ich mich natürlich nicht. Wir haben es auch nicht anders erwartet. Bleiben Sie stehen. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die stärker sein wollen als die Umstände. Bitte versuchen Sie, mich zu verstehen. Vertrauen Sie sich ruhig den Umständen an. Ab heute sind sie Ihnen günstig. Ob wir die Heimat jemals wiedersehen? Vom Stab beim Kriegsrat der Bielorussischen Front an Partisanenbrigaden und selbstständige Abteilungen. Hitler-Armee begann Einkreisungsmanöver Sternlauf. Wadinska-Brigade umzingelt. Befehl des zentralen Stabes. Gefechte in Richtung Osten konzentrieren. Südlich der Moskauer Chaussee. Der vorrückenden Sowjetarmee entgegen. Wo Durchbruch unmöglich, durch den Ring sickern. Einzeln oder in kleinen Gruppen.
Wer seid ihr? Wir haben es geschafft, Vanya. Gratuliere. Danke, Genosse Oberst. Und jetzt müssen wir die Nummer 63.843 taufen. Ну, ни пуха, ни пера. Nehmen Sie Platz. Zuerst einmal. Wie fühlen Sie sich? Ausgezeichnet. Wie steht es hinter der Front? Bitte. Die Partisanenbrigaden bilden Verbände. Kontrollieren große, geschlossene Gebiete. Ermöglichen unseren Armeen in die Flanke des Feindes vorzustoßen. Отлично, ребята. Wie geht's meinen Freunden? Die Wadinska Brigade existiert. Kämpft gut. Erkennen Sie sie? Diese Aufnahme ist 3 Monate alt. Der Kommandeur ist wieder Kolchosvorsitzender. Der linke Arm leider amputiert. Genosse Ardatov ist an der Front. Miron auch. Der Flieger ist wieder bei seinem Geschwader. Andrei arbeitet im Osten. Und Luschka? Köchin in Rzhev, in einem Waisenhaus. Schura? Schule. И Ира? Gefallen, kurz danach. Как вы представляете свое будущее? Ich möchte an die Front. Oder in eine Partisaneinheit. Ich bin bevollmächtigt, mit Ihnen über eine andere Aufgabe zu beraten. Bitte, Genosse Oberst. Садитесь. Je gründlicher die Aufklärung, umso wirkungsvoller kann die Armee kämpfen, umso weniger Tote und Zerstörung. Das ist eine schwere und gefährliche Arbeit. Und nicht immer sieht man, was man getan hat. Fronteinsatz. Ein besonderer, zugegeben nicht jedermanns Sache. Strategische Aufklärung nennen wir das. Verstehe. Schule? Auch. Schweigepflicht. Zivilsachen tragen, Kontakt zu deutschen Genossen, nicht gestattet. Warum? Konspirative Regeln und die Person und den Auftrag zu sichern. Ich bin bereit, jeden Befehl auszuführen. Das wissen wir, Vanya. Dieser Auftrag ist aber mit Befehlen allein nicht zu regeln. Gehen Sie weiter. Ja, gleich. Fritz! Warte hier! Kuliva! Fritz, hier! Was zu rauchen? Спасибо, Kumpel! Du teilst doch die Null! Was? Что? Грешник свой отыскали. Sind Sie sein Pate? Für mich haben alle dasselbe Gesicht. Ja, diese Deutschen. Все на одно лицо. Im Hauptquartier der 2. Belarussischen Front wurde vor 2 Wochen bekannt, dass ein Oberst der gegenüberliegenden deutschen Heeresgruppe Kontakt sucht. Gespräche mit Beauftragten der örtlichen Widerstandsbewegung hat er abgelehnt. Seine Bedingung lautet, dass ein eigens dazu Bevollmächtigter zu ihm geschickt wird, einen kompetenten Partner sowjetischerseits und konspirative Treffs nach seinen Bedingungen. Das Ganze kann eine Provokation der deutschen Abwehr sein. Sicher. Wenn er es aber ehrlich meint, ist das zwar eine Aufgabe mit ungewöhnlichen Risikofaktoren, aber auch eine große Chance.
Sie wollen mich damit betrauen. Wir wollten Sie darum ersuchen. Hätten auch Verständnis dafür, wenn Sie Nein sagen. Ich sage ja. Danke. Sollten Sie beim Absprung das Zielgebiet verfehlen, dann werden Partisanen Sie suchen. Die Genossen erwarten Sie im Planquadrat. Das Zielgebiet meiden die Deutschen. Wohin geht die Reise? Nach Minsk, direkt ins Stabsgebäude. Was ist über den Oberst bekannt? Stammt aus einer Offiziersfamilie, nationalkonservativ, zurückhaltend. Er wurde zuerst von der örtlichen Widerstandsorganisation. Jetzt wird er natürlich von uns überwacht. Genosse Schmenkel, die Verbindung könnte größte Bedeutung gewinnen. Der Oberst ist Adjutant des Kommandierenden der Versorgungszentrale der Heeresgruppe Mitte. Sie sollen herausbekommen, welche Motive hat der Oberst und welche Informationen kann er uns geben. Interessant wären Erwägungen, Maßnahmen, Pläne, speziell seiner Heeresgruppe. An welches Verbindungssystem dachten Sie? Zu ihm an ein direktes. Wenn es klar ist, dass die Faschisten keine Falle gestellt haben. Zu uns per Funk. Dass sie gesucht werden, können Sie sich denken. Was ist mein Kopf dem Sicherheitsdienst wert? Allerhand. 25.000 Mark und 2 Monate Urlaub oder 8 Hektar in Земли und Dom. Die Partisaneinheiten stören und verhindern den faschistischen Nachschub weiterhin erfolgreich. Die deutsche Kriegsführung bietet gegenwärtig zu ihrer Bekämpfung 15 Felddivisionen, 2 Sicherungskorps und 10 Sicherungsdivisionen auf. Plus 27 Polizeiregimenter, 144 Polizeibataillone. Aus einem Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht. Vom Oberst. Du vertraust diesem Oberst? Ja. Warum? Weil ich hier stehe und nicht vor der Gestapo. Heute nicht und morgen? Das kann auch ohne ihn passieren. Warum ist er auf einmal gegen die Faschisten? Er hat begriffen. Und er will sich nicht weiter schuldig machen. Hoffentlich behältst du recht. Schura, im Fall der Fälle, wohin mit dem Gerät und wie kommst du hier schnell genug heraus? Für das Gerät Sprengkapseln. Und für mich? Nein, Schura. Wir werden lange leben. Was bleibt von uns, wenn wir gestorben sind? Solange einer an dich denkt, bist du nicht gestorben. Irgendwo gelesen. Das sind gute Worte. Ja. Es ist soweit, Vanya. Die Befehle sind brandneu. Die nächsten werden stündlich erwartet. Ich kann sie Ihnen noch heute übergeben, sagen wir, bis 21 Uhr. Wo? Stabscasino. Passierschein für Sie an der Wache. Garderobenmarke Nummer 11, identisch mit der Tischnummer. Danke. Übrigens, sollten Sie für die Übermittlung ein Funkgerät benutzen. Der SD peilt systematisch die Stadtbezirke an. Ich rate Ihnen oft genug, den Code zu wechseln und die Standorte, Herr Hauptmann. Ist uns bekannt, Herr Oberst. Trotzdem, vielen Dank. Sollte ich irgendwann nicht zum Treffer scheinen, so kommt ein anderer. Zeit, Ort und Kennwort, eine Woche danach. Kontaktaufnahme, wie gehabt. Malen Sie doch nicht den Teufel an die Wand. Der Kommandierende der Heeresgruppe Mitte hat die vollständige Neuversorgung mit Munition, Kraftstoff und Medikamenten bis zum 5. Februar befohlen. Daraus kann man schließen, dass die Deutschen einen Angriff auf diesen Frontabschnitt zwischen dem 6. und 8. Februar planen. Alles? Alles.
Aufhören. Was ob Maruschli? Sie haben uns aufgespürt. Sebastian. Pack zusammen. Ich hab's geschafft. Geh voran. Ваня. Und du? Und ты? До завтра. Bis morgen. Halt! Bleiben Sie stehen! Da läuft einer. Zwei Mann! Hinterher! Herr Littler, Ihre Papiere. Bitte. Danke sehr. Moment. Ihr Sichtvermerk ist jetzt Stunden ungültig. Na und? Wir müssen das überprüfen. Für Sie, Herr Hauptmann, nur eine Formalität. Reichsbürger, geboren 14.02.16. Vater vor dem Bierlokal Mehls in Warsow erschossen. Schule, Reichsarbeitsdienst, dann Pferdeknecht, Kutscher, Ziegeleiarbeiter. Einberufung Dezember 38 und so weiter. Gestellt Dezember 43. Indizien: Militärspionage. Sie befinden sich im Wehrmachtsgefängnis von Minsk, zugleich Standort des Kriegsgerichts. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie durch präzise Angaben das Verfahren verkürzen und Ihre Lage wesentlich erleichtern können. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Sie sollten reden. Und offen. Also, zurzeit binden die Versantengruppen 25 Felddivisionen an der Ostfront. Sie kontrollieren 200.000 Quadratkilometer, vorwiegend in der Ukraine, in Weißrussland und auf der Krim. Immerhin ein Gebiet von der Größe Englands, Dänemarks, Belgiens zusammengenommen. Man schätzt die Zahl der Partisanen auf 250.000. Steigender Einsatz von Flugzeugen. Plötzlich fällt ein Deutscher vom Himmel. Sie müssen schon verstehen, dass wir von Ihnen allerhand erfahren wollen. Vojtschlern Kommunistischkoi Partei. Sind Sie Mitglied der Kommunistischen Partei? Nein. Wie kommt es? Uns ist bekannt, dass solche wie Sie vor wichtigen Einsätzen darum bitten, in die Partei aufgenommen zu werden. Zählen Sie mich zu Ihnen. Interessant. Helfen Sie mir, ich will etwas verstehen. In der Welt gibt es kein Niemandsland, jeder sucht seine Wahrheit und ob man sie gefunden hat oder nicht. Ein jeder von uns steht auf dieser oder jeder Seite der Barrikade, auf wessen Seite ist aber das Recht? Auf Seiten der Wahrheit. Wahrheit, Lüge. Wer entscheidet das und was ist das Urteilsmaß? Die Menschen und das Leben. Nehmen wir an, Sie würden Recht behalten, was haben Sie davon? Jeder hat nur ein Leben. Was gehen uns die anderen, die späteren Generationen an? Das ist wohl eine Frage der Ideale und der Moral. Klar, jetzt weiß ich, wer Sie sind. Ich denke, eines Tages wird der Krieg vergessen sein, mit ihm Fritz Schmenkel. Und wenn nicht, dann wird keiner gut über ihn denken, denn wir werden die Akte Schmenkel mit folgendem Vermerk abschließen. Der gefreite Fritz Schmenkel, Freiwilliger an der Ostfront, ging im Auftrag der Wehrmacht zu den Partisanen und kehrte nach zwei Jahren erfolgreich zurück. Durch Fehlverhalten deutscher Dienststellen wurde er Verhören unterzogen. Entsprechend seiner Schweigepflicht machte er keine Aussagen, woraufhin er
verurteilt und erschossen wurde als Deserteur. Sie werden einsam sterben. Wache! Das wegen Fahnenflucht, Landesverrat und Zusammenarbeit mit dem Feinde vom Feldgericht verhängte Todesurteil gegen den ehemaligen Gefreiten Fritz Schmenkel wird von mir bestätigt. Das Urteil ist 22. Februar 1944 durch Erschießen zu vollstrecken. Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, gezeichnet Busch, Generalfeldmarschall. Die fürchten sich vor uns. Bald wird der Frühling kommen. Vor einer Woche war ich 28. Das Leben war wie ein Tag. Ja, Hatschu, was widet? Was sagt der Mann? Ich will euch sehen. War nicht zu verstehen. Wir haben ihn schon verstanden. Stillgestanden! Legt an!